Hallo Stefan und John, ich wollte gerne euer nächstes Video beginnen. Hallo, moin. Viel Spaß. Dankeschön. So, das ist sie. Unsere letzte Parkeinlasskarte für den Heidepark in diesem Jahr. Warum jetzt erst die letzte? Wo wir doch schon gesagt haben, dass wir unser letztes Video schon vor längerer Zeit vom Heidepark gemacht haben. Ja, ich glaube, wir sind Heideparksüchtig. Ja, das glaube ich auch. Und wir haben heute Morgen eine Abstimmung gemacht, ob wir nicht doch noch ein Video machen sollen im Heidepark. Und augenblicklich, ich habe gerade mal nachgeschaut, haben 78% dafür gestimmt, dass wir noch eins machen. Und darum. Also ein eindeutiges Ja. Genau, und darum machen wir noch eins. Und ich würde sagen. Los geht's mit dem Vlog. Genau. Wir auch schon mitten im Heidepark. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, aber es sieht nur so warm aus. Fragen wir mal Siri, wie warm es ist oder besser gesagt, wie kalt es ist. Hey Siri, wie viel Grad haben wir? Es sind jetzt gerade 2 Grad. Ja, gerade nicht so viel, muss ich sagen. Das ist auch der Grund, warum gerade die Bahn noch nicht fahren, außer Big Loop im Hintergrund, der fährt schon komischerweise. Der Rest erst so gegen 11. Da haben wir also jetzt Zeit, euch unser neues Gewinnspiel mal vorzustellen. Denn die meistgestellte Frage, die wir bekommen haben in diesem Jahr ist: Wie oft wart ihr im Heidepark? Und das können wir ganz genau nachzählen. Genau, denn wir haben diese besagten Parktickets immer bekommen beim Reinfahren in den Heidepark, die genau die Anzahl beweisen, wie oft wir hier gewesen sind. Und da sind wir auch schon beim Gewinnspiel angekommen. Was gibst du gewinnen? Eine Jahreskarte. Genau. Für einen Freizeitpark in Deutschland. Also wer nicht in der Nähe vom Heidepark wohnt und lieber eine Karte für einen anderen Park haben möchte, würde die dann bekommen. Er muss dafür Folgendes tun. Er muss die Anzahl an Besuchen, die er schätzt, wie oft unser Auto in diesem Jahr auf dem Parkplatz gestanden hat, in den Kommentar schreiben. Und das wäre auch ein bisschen zu einfach. Und dazu möchten wir gerne noch wissen, welches Video von uns gefällt euch bisher am besten und warum? Ja, und ich glaube, wir haben alles gesagt. Richtig. Wir warten also erstmal ab, bis es hier losgeht im Heidepark. Genau. Das gab's noch nie. Erste Fahrt von uns im Heidepark war Grottenblitz. Das ist die ultraschnelle Zugfahrt durch die bayerische Bergwelt, würde ich mal sagen. Ja, und dann ging es natürlich schneller zur Sache, nämlich sind wir dann gefahren. Desert Race. Und jetzt kommt Ghostbusters. Jetzt schön bei 3 Grad die Wasserbahn. Schon wieder mal Heidepark für Profis, würde ich sagen. Hallo! Oh, das ging. Wir sind hier gerade bei Colossos und es macht gleich auf und zum Glück ist die Schlange nicht so lang. Naja, da ja alle bei Colossos stehen, können wir erstmal was essen gehen. Bis da kein Andrang, oder John? Ja, genau. Letzte Chance zur Pizza habe ich genutzt. Ja,
lecker zum letzten Mal. Die Pizza, ich meine, die schmeckt ja ganz gut, aber dann reicht es auch mal für dieses Jahr mit Pizza, oder? Nein. So langsam wird es auch hier richtig voll jetzt. Und ich bin auch gleich voll. Nicht nur mit Pizza, auch mit Pasta. Und Johnny hat seine zwei Stück gleich alle. Und ich bin noch lange nicht voll. Ja, das gab es bei uns aber auch noch nicht, sowas. Zwar, dass wir hier draußen sitzen mit einem warmen Getränk, natürlich. Aber, dass wir in fast 3 Stunden erst 3 Fahrten gemacht haben. Nämlich Grottenblitz, Desert Race und Ghostbusters. Mehr haben wir nicht gemacht. Auch in Wasserbahn haben wir noch gemacht. 4 Fahrten, stimmt. Ja. Und wir haben schon wieder reserviert für Flug der Dämonen. Aber das ist ja ganz da hinten. Erstmal noch ein bisschen hier die Sonne genießen. Der 31. Oktober und ja, richtiges Halloween ist heute. Das finde ich auch echt cool, ist auch ziemlich voll heute. Gestalten haben wir noch keine richtigen gesehen und auf jeden Fall, ich freue mich noch auf den Tag, heute schon wieder im Dunkeln fahren. Unglaublich. 13.30 Uhr. Wir machen die erste Fahrt mit Colossus. Das war früher sonst immer unsere erste Bahn, die wir gemacht haben, ne? Ja, genau. Da sind wir schon direkt ca. 10 nach 10 mit der ersten Fahrt fertig gewesen. Na gut. Vorfreude ist immer die schönste Freude. Jetzt kommt sie endlich. Die lang ersehnte Fahrt mit der Holzotterbahn. Ja, genau. Geht jetzt die Sonne runter und der Park bricht heute wirklich förmlich auseinander. Wie ich gehört habe, sind alle Express-Butler verkauft. Es ist gestoppt worden, weitere zu verkaufen. Die Bahn waren teilweise schon nicht mehr reservierbar, weil es zu voll war. Und die Schlange hier, die man hier sieht. Ja, wo geht's dahin? Zu welcher Attraktion? Zu der Toilette. Ja. Es ist ein reiner Wahnsinn. Wir sind auch schon länger nicht mehr gefahren. Können mit Butler jetzt noch vielleicht jede Dreiviertelstunde eine Fahrt machen. Aber wir bleiben trotzdem noch und genießen hier die schöne Abendstimmung erstmal. Ja, genau. Ja, genau.
Quarkbällchen gekauft. Jetzt gibt es ja so eine Art, so einen kleinen Markt hier im Heidepark. Und ja, bin gespannt, wie die schmecken. 5 Stück, 3 Euro geht ja eigentlich. Mh, schmecken lecker. Sind voll süß. Die Sonne ist jetzt wirklich gleich weg. Wir von hier oben aus diesem Riesenrad, naja, nicht so hoch, aber ist ja ein Riesenrad, könnt ihr noch sehen da vorne, hinter uns. Und gleich geht's rund. Heute ist ein bisschen der Wurm hier an unserem Heideparkbesuch, muss ich mal sagen. Nachdem wir im Ghostbusters zweimal stecken geblieben sind und einmal sogar rausgeholt werden mussten. Mit einer Leiter und so. Ja. Waren wir nun im Scream, unsere erste Fahrt damit heute. Und kurz bevor wir eingestiegen sind, macht irgendein Idioten den Boot auf. Und dann natürlich geht das Scream hoch. Bitch. Ist dann stehen geblieben, mussten sie länger warten, bis der Techniker kommt. Wir haben also jetzt ungefähr eine Stunde gewartet, bis wir den Scream fahren konnten, ne? Ja. Ja, und jetzt machen wir noch mal Ghostbusters. Versuchen wir noch mal, nachdem ja jetzt schon, Ding schon geschlossen hat hier, Kolossus. Wahrscheinlich wegen der Kälte, ja, oder so, keine Frost. Ahnung. Und ja, ja, ich würde sagen, fahren wir noch mal Ghostbusters und danach geht's nach Hause. Glaube ich auch, wahrscheinlich, ja. Jetzt gleich, aber einmal wollen wir es noch hören, dieses Jahr unbedingt. Ja, die Begrüßung. Herzlich willkommen im Peppa Pig Land. Hallo zusammen, ich bin Peppa Pig. Und das ist mein kleiner Bruder George. So, jetzt können wir gehen. Ja, jetzt haben wir nichts mehr auf dem Herzen. Es ist jetzt 7:15 Uhr, wir haben den Park bereits verlassen und sind gerade im Auto auf dem Parkplatz. Wir hoffen, dass euch der Heidepark-Vlog noch gefallen hat. Der Vlog ist noch nicht zu Ende. Wir haben euch ja gefragt, ob ihr noch einen Heidepark-Vlog wollt. Es haben 1567 Leute mitgemacht bis jetzt. Und die klare Antwort war ja. Und ja, jetzt fahren wir wieder raus. Feuerwerk haben wir heute nicht gesehen, da wir das schon ganz schön oft gemacht haben. Also zweimal, nicht so oft jetzt, aber wir kennen es schon langsam. Und ja, das war immer schön am See, haben uns einen schönen Sitzplatz gesucht und ja, kann man auch mal drauf verzichten. Und ja, morgen ist Schule, da freue ich mich natürlich nicht so drauf. Heute ist Feiertag, wie gesagt. Und ja, ich habe es mir mit Voltec hier hinten schön bequem gemacht. Ja, inzwischen sind wir wieder in Bremen. Wir bestellen uns gleich was zu essen hier. Und aber auf jeden Fall, das war es ja wie gesagt mit Heidepark, was ich sehr schade finde. Wir haben es ja so gut wie jedes Wochenende, wirklich waren wir auch dort im Heidepark. Ist eine gute Beschäftigung gewesen, aber auch gut zum Vloggen gewesen. Euch hat es gefallen? Ja, obwohl wir auch schon angesprochen wurden aus dem Freundes- und Familienkreis. Wenn wir wieder hingefahren sind, schon wieder, aber das kann man, glaube ich, keinem verdeutlichen, der nicht so gerne Achterbahn fährt oder ja, mit dem Parkgeschehen irgendwie nicht so vertraut ist. Es ist wirklich wie Erholung, wie Stefan ja auch schon sagte, und alle sind gut drauf, die Angestellten sind freundlich und immer für ein Späßchen bereit, und also es ist wirklich nett und man kann da auch schön, ja, einfach nur die Atmosphäre schnuppern, wenn man nicht so viel fährt, so wie ich. Ich freue mich auf nächstes Jahr, ne? Ich mich auch. Und jetzt müssen wir erstmal damit klarkommen, dass wir uns hier in Bremen wieder wohlfühlen. Da sind wir hier an der Schlachte in einem Fass, wo man sehr schön gemütlich sitzen kann. Und wir haben auch schon Getränke. Dann mal Prost. Prost. So, nochmal eben kurz zur Erinnerung. Wir haben es ja
am Anfang vom Video schon erzählt, dass wir ein Gewinnspiel machen. Könnt ihr noch teilnehmen, 4 Wochen lang. Alles steht noch genauer erklärt in der Videobeschreibung. Und wir haben heute hier in Bremen was ganz Tolles vor. Wir wollen nämlich ein Live-Hörspiel besuchen und nicht irgendein Live-Hörspiel, nämlich ein Hörspiel von den 3 Fragezeichen, mit den Originalsprechern, die heute in Bremen sind. Ja, und wer hört heutzutage noch Hörspiele? Ich natürlich und ich schäme mich auch nicht dafür. Wer kann das denn sein? Ich. Ja, das haben wir John mitgeben können zum Glück, dass er sich für Hörspiele interessiert und ich selber höre auch leidenschaftlich Hörspiele seit frühester Kindheit. Zum Einschlafen vorzugsweise und es ist schon so weit gekommen, dass mein Körper sich schon dermaßen an die Hörspiele zum Einschlafen gewöhnt hat, dass ich im Auto schon keine Hörspiele mehr hören kann, weil ich dann extrem müde werde. Hoffentlich schlafen wir nicht heute auch alle 3 ein beim Live-Hörspiel. Ja, und ich bin auch sehr froh, dass man seinem Kind so einiges mitgeben konnte bisher, was so die Interessen von uns betrifft. Zum Beispiel mag ich schon sehr gerne, sehr lange Otto Walkes, war auch schon sehr oft in seinen Konzerten und John war auch einmal mit. Weißt du noch, John, wie war's? Witzig. Ja, witzig. Eine tolle Antwort, ja. Ja, richtig. Udo Jürgens, den ich ja auch sehr verehre oder verehrt habe, oder ja, nee, immer noch verehre, hätte ich John auch gerne mal live gezeigt, war immer noch so ein großer Wunsch von mir, dass er einmal mit zum Konzert kommt, aber leider hat das ja nicht geklappt aus bekannten Gründen. 2014 ist Udo Jürgens leider verstorben und davor war John noch zu jung. Ich bin aber froh, dass ich an dem Tag, am letzten Konzerttag, wo ich ein Konzert von ihm besuchen konnte, noch eine Aufnahme gemacht habe. Ja, und jetzt freuen wir uns aufs Mittagessen. Was wird es denn so geben? Ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Ich muss erstmal in die Karte genauer gucken. Ja, haben wir noch was vorbereitet? Ach so. Mensch, danke schön. Was für ein Service. Ich habe echt keine Ahnung. Hunger habe ich schon ohne Ende. Bei mir gibt es Chicken Nuggets. So, brauchen Sie noch einen extra Teller? Nein, nein. Alles gut. Okay. Dankeschön. Gibt es noch was trinken? Alles Käse oder was? Stefan hat einen Käseteller oder eine Käseplatte und Brotzeit. Ich habe Käsespätzle. Und was hast du, du Karskopf? Chicken Nuggets. Auch wenn es eher aussieht wie ein Schnitzel. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu diesem Hörspiel, das live ist. Das Gute ist, auf dem Weg liegt der Freimarkt. Jetzt haben wir uns jetzt einen leckeren Crepe geholt, also besser gesagt ich. Und ja, essen wir noch auf und dann freue ich mich schon. Und bist du schon? Jo, bist du nach Hotel gefahren? Ja, wir sind, wie heißt es nochmal? Transformers. Transformers gefahren, ausnahmsweise. Eigentlich wollten wir doch gar nicht auf den Freimarkt gehen, oder? Nee, weil wir die Jahreskarte für den Heidepark haben. Ja, und nun? Wer hatte den Vorschlag, hier Abendbrot zu essen? Der Papa. Ja, und Transformers war eine richtig super Sache. Eine super lange Fahrt für 4 Euro. Ne, John? Das Vorschlag war ganz schön heftig. Hat was. Wir sind schon mal gut ausgerüstet mit einem passenden Becher und einem leckeren Bier. Und Johnny? Wen hast du bei dir auf dem Becher? Ich habe Justus, ich habe Bob und Peter. Ey, du hast ja alle 3! Cool! Ja. Wir haben nur einen, beziehungsweise... Also das Ganze heute heißt die 3 Fragezeichen und der dunkle Taipan. Bin sehr gespannt. Du auch, Johnny? Bin ich auch. Weißt du schon, wie die 3 Fragezeichen-Sprecher aussehen eigentlich, oder? Ja. Was ist das Gute für dich an Hörspielen? Naja, kann man, also, naja, es ist halt nicht wie ein Film, da musst du nicht gucken. Es ist halt, du kannst nebenbei anmachen, was dabei machen, oder kannst einfach so hören, wenn dir langweilig ist. Oder? Stimmt, das konnte ich früher auch noch nebenbei was anderes machen. Kann ich heute ehrlich gesagt nicht mehr, da versteht die Handlung nicht mehr. Liegt vielleicht daran, dass die Handlung komplizierter geworden ist oder dass man das als Erwachsener eben nicht mehr so gut kann. Was ich toll finde an Hörspielen ist eben auch, dass man seine Fantasie ein bisschen anregen muss oder anstrengen muss. Dass man sich etwas jeder hat eine andere Vorstellung von den 3 Detektiven oder von der Gegend, in der sie sich befinden.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den heutigen Abend. Ich auch. Ja, und das Tolle ist, was ich jetzt finde, alle drei kennen wir das Hörspiel, was wir jetzt hören. Wir kennen es alle drei noch nicht. Also keiner ist jetzt im Vorteil oder weiß schon, oh, wie toll wird das. Finde ich super, wir lassen uns alle drei gemeinsam hier überraschen. Ich weiß nicht mal, was ein Taipan ist, ehrlich gesagt. Scheint irgendwie eine Schlange zu sein oder sowas. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Hören, nicht sehen. So, Plätze eingenommen. Die ganze Halle ist wahrscheinlich voll. Das ist echt ein Wahnsinn, wie viele Leute Hörspiele hören. Guck mal an, John. In einer halben Stunde geht es ja erst los und wir haben einen richtig schönen Platz in Reihe 3. Die Bühne ist da vorne im Moment. Ja, kann man noch nicht so viel sehen, aber ich bin gespannt. Ja, ich aber wirklich jetzt auch. Du siehst blendend aus, meine Liebe. Was? Komm doch rein. Ja, genau so hast du gesprochen. Setz dich. Was soll denn das heißen? Ich wollte dich nur mal daran erinnern. Aus Hörspiel und naja, auch ein bisschen Schauspiel war, weil die haben auch wirklich ans Detail gedacht und so. Also es war super. Wie fandest du das? Ja, es war wieder super. Also es hat echt Spaß gemacht. Ganz tolle Synchronsprecher nebenher noch, neben den berühmten drei Fragezeichen. Ganz tolle Besetzung und ja, viele, viele Späße wieder. Ne? Gab viel zu lachen und Bühnenbild war super. Tolle Effekte. Also einfach. Es gab eigentlich nichts Negatives und an dieser Stelle könnte man das Video auch beenden, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Video ja liken, uns abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss!